Der Ingenieur Felix ist von seiner Freundin fürs Newstyle angemeldet worden. Und weil der 34-Jährige Lust auf optische Veränderung hat, ist er heute zu Sisley auf Zürich gekommen. Felix, guten Morgen. Herzlich willkommen. Mal ein bisschen österreichisches Feeling heute in der Sendung. Ich freue mich sehr. Du darfst gerade mit reinkommen. Bei den Kleidern wünsche ich mir etwas was Schickeres, was auch gut fürs Büro funktioniert oder ein bisschen sommerlichen Look. Und von der Frisur her habe ich jetzt 10 Jahre lang immer Millimeterschnitt getragen, jetzt mal wachsen lassen. Ich lasse mich überraschen, bin offen für alles. Wir starten das heutige Umstyling auch gerade mit der neuen Frisur von Martin Dürrematt. Kurz vor dem Wochenende ist heute der Felix bei mir für seinen neuen Look. Meine Herausforderung besteht darin, dass ich mit der vorhandenen Kürze möglichst viel herausholen kann. Am Felix' Wunsch ist nämlich endlich mal längere Haare zu haben, da er jahrelang immer einen Millimeterschnitt hatte. Los ist es wie immer mit dem Wellness-Treatment gegangen. Bei einer entspannten Shampoo-Massage mit dem Smoothing-Shampoo von Hair Ritual by Sisley hat sich der Felix vor seinem heutigen Umstyling erholen. Augenbrauen gehören bei mir natürlich auch immer zu einem Haarschneiderservice dazu. Darum habe ich mich anschliessend am Felix seinen Augenbrauen gewidmet. Die leicht in Form zupft, gibt am Look am Schluss einfach ein gepflegtes Erscheinungsbild. Im weiteren Schritt sind wir beim Schnitt im klassischen Bereich geblieben. Die Seite habe ich deutlich mit dem Trimmer gekürzt und das Deckhaar eigentlich nur leicht strukturiert. Auch im Sommer ist das frische Gefühl an Kopfhaut immer sehr angenehm. Darum habe ich am Felix Revitalizing Serum aufgetragen und leicht einmassiert. Wenn auch ihr, liebe Herren, endlich mal eure Haare möchtet wachsen lassen, empfehle ich euch, alle 3 bis 4 Wochen beim Coiffeur Konturen nachzuschneiden. So habt auch ihr immer ein schön gepflegtes Erscheinungsbild und ihr könnt ganz entspannt eure Haare wachsen lassen. Ich würde meinen, ich habe Felix heute eine schöne Basis geben, damit er weiterhin sein Projekt fortsetzen kann, längere Haare zu bekommen. Weiter geht das heutige Verwöhnprogramm für Felix mit der Hautpflege von David Hameyer. Mein heutiger Kandidat Felix verwendet bereits eine Feuchtigkeitspflege, was schon mal eine super Grundlage ist. Heute habe ich ihm gezeigt, dass für ein frisches Aussehen im Alltag eine Pflegeroutine als ersten Schritt immer mit der Augenpflege starten sollte. Hierfür habe ich ihm das Rose Noir Fluid sanft auf die Augenkonturen aufgetupft und mit dem integrierten Keramikapplikator einmassiert. Anschließend habe ich ihm den Soir Hydratant Matifiant als Feuchtigkeitspflege aufgetragen, damit auch die zu Glanz tendierende Gesichtsmitte optimal mattiert und durchfeuchtet ist. Seine Haut strahlt mit dieser schnellen Routine voller Jugendlichkeit und er ist parat für alles, was kommen mag. Im PKZ Mans Zürich an der Bahnhofstrasse gilt Vorhang auf und Bühne frei für unsere Style-Expertin Luisa Rossi. Herzlich willkommen, Felix. Lass mich dich kurz kennen. Mal einmal anschauen. Also ich finde, du bist eigentlich schon sehr gut angelegt. Cooler Stil, aber du würdest gerne ein Update im Bereich Classic, also ein bisschen Business. Aber ganz Business lerne ich dich nicht. Ich finde, auch im privaten oder im Casual-Bereich könnte ich ein bisschen frischer dich stylen. Ich mache jetzt Polytest, gell? Und du gehst hier rüber. Das ist deine Kabine mit dem ersten Outfit. Dankeschön. Palmen, Blumen, Blätterprint, das ist im Moment total im Trend. Und der Felix muss einfach daran glauben, das habe ich für ihn ausgesucht, gestartet, wie mit einem Shirt von Paul, und zwar ein rosa Shirt mit Palmen. Mega, mega frisch, weil das fehlt ein bisschen am Felix. Ein bisschen die Frische, er ist eher ein Understatement, ein bisschen dunkel. Und dazu etwas, was er gar nicht hat, ganz bestimmt weiße Jeans. Und das habe ich die Marke ausgesucht, All Saints, weil er ist sehr, sehr sportlich, aber schmal geschnitten. Und All Saints ist perfekt für den Mann, der gerne trendy ist und eben fein ist. Dazu habe ich eine Jacke genommen, und zwar eine Jeansjacke. Ist auch etwas, das er wahrscheinlich weniger tragen tut vom Typ her, aber auch ein bisschen frech von All Saints. Und beim Turnschuh habe ich geschaut, dass es ein schöner Sneaker ist von Boss in Weiss, der das Ganze so ein bisschen schön abrunden. Florale Prints bringen immer viel Freude und viel Farbe in einer Garderobe. Aber wenn sich der Mann ein bisschen schwer tut, zum Beispiel ein Hemdli anzulegen, eben wo floral ist, geht das wunderbar auch mit Accessoires. Ob es eine Krawatte ist, ein Foulard ist oder ein Schal oder eben auch ein Flügel. Du kannst ganz einfach mit einem Accessoire ganz ein schlichtes Outfit wieder aufpimpen.
Und weiter geht's mit Blumenprint. Ganz distressed kann er das anlegen. Und so heisst das so das Label von dem Hömmli. Es hat einen schönen Print drin. Und ich finde, es sieht wunderschön aus mit dem Blazer, der ganz, ganz schlicht ist von Pol. Und zwar habe ich einen Double Monk genommen bei den Schuhen in einem schönen dunkelbraunen. Ich habe gefunden, das passt extrem gut eigentlich mit dem Blazer zusammen. Und weil ich gerne in einer Farbe ein bisschen aufnehme, habe ich eine Hose ausgesucht von Maisons im schönen Hellblau, wo eigentlich wieder sich spiegelt tut im Print von der Blumen. Und ich finde, es sieht sehr schön aus, auch fürs Business. Business muss nicht immer nur weiss sein, sondern er ist frech, er ist trendy und kann das so auch super tragen. Der Vergleich zum Morgen zeigt, der Felix sieht super und ganz schön verändert aus. Auf jeden Fall war ein sehr inspirierender Tag. Einmal im Casual-Look, einmal im Business-Look. Ich gefällt mir gut, frische Frisur. Danke an das Newstyle-Team. Wir wünschen dem Felix weiterhin viel Freude an seinem neuen Look und wünschen ihm und Ihnen zu Hause einen tollen Sommer.